Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Und wir sind auf dem Weg zu einer neuen Quest. Wir suchen nach dem Schwert des Roten Adlers, nachdem wir quasi die Gefährten sozusagen abgeschlossen haben. Ich meine natürlich, wir sind nicht fertig. Es geht natürlich weiter mit dem Kampf gegen die Silberne Hand, aber ich würde sagen, das müssen wir jetzt nicht unbedingt direkt weiter vertiefen. Da können wir immer mal wieder eine Quest machen, würde ich sagen. Aber ja, genau. Haben wir jetzt erstmal und dann dachte ich mir, habe ich so in die Quest geschaut, entweder machen wir mit der Story weiter oder wir machen jetzt nochmal ein, zwei Nebenquests. Also ich würde sagen, für Level, bis Level 10 könnte man vielleicht noch leveln und dann machen wir ein bisschen Story und dann wechseln wir es immer gut ab. Genau, aber die Story müssen wir dann definitiv machen, weil da gibt es halt Fähigkeiten, die man sonst nicht bekommen kann und die schon, wow, nicht schlecht sind. Greift mich einfach so eine Eudeschlammkrabbe an. Ich glaube, ich spinne. Gut, hier ist noch eine Ruine tatsächlich, ganz ehrlich, die können wir kurz einen Abstecher machen. Das dürfte jetzt eigentlich nicht so ein großer Ort sein, aber trotzdem sicherheitshalber mal zwischenspeichern. Nicht, dass hier ein starker Gegner auf uns wartet, der uns einfach umbringt. Wer weiß. Oh, tricky Musik im Hintergrund. Mal gucken, ja. Da drüben ist gleich die nächste Ruine von hier aus. Warte mal, wie kommt man hier hoch? Düsterwindklippe. Gibt es hier gar keinen Hochgang? Da muss man hier echt die Steine hochklettern. Können wir fast nicht vorstellen, aber scheint so zu sein. Was war das? Oh oh. Abgeschworene, no! Und gleich ein Schamane. So, die voneinander trennen. Okay. Natürlich klar, dass es wieder abgeschworene sind. Wow! Das. Ein Hexenrabe! Oh oh. Die sind wirklich sehr stark. Weil sie mir tatsächlich nicht viel Schaden macht, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Können wir ein bisschen warten, bis unsere Ausdauer sich erhöht hat. Starken Schlägen kann man wenigstens die Verteidigung von denen unterbrechen, beziehungsweise Angriffe von denen unterbrechen. Aber tatsächlich, die kämpft gar nicht richtig gegen mich, die macht nur diesen dämlichen Schild. Der wird dich nicht vor mir retten, Bro. Schon meinen zweiten Hexenrahmen erledigt. Oh, da sind aber noch mehr Gegner. Warte mal, war das der Hexenschamane? Wait, what? Lag die nicht hier? Ah, da. Gut getarnt. Abgeschworenen Kopfschmuck würde tatsächlich mehr Rüstung geben, aber ganz ehrlich, die will ich nicht tragen. Der sieht voll bescheuert aus. Auch wenn es eigentlich egal ist, aber trotzdem. Und die abgeschworenen Panzerschuhe, die müssen wir fast tragen. Genau, wir haben noch einen neuen Ring gefunden. Den wollte ich mir noch anschauen, fällt mir gerade auf. Beziehungsweise Halskette, da tragen wir Amulett von Akatosh. Blitzresistenz oder Magikersteigerung, okay. Oh, hoppala. Oh nein, Moment. Pelzhelm der Wiederherstellung. Ritter, genau. Ach, das war nur der Ring. Ah, okay, nevermind. War das nur der Ring mit der schweren Rüstung? Dann passt es schon. Und hier ist tatsächlich kein Gegner mehr. Wow, okay. Ich hätte schwören können, dass ich gerade jemand reden habe hören, aber egal. Wenigstens eine Truhe, die man nicht aufschließen muss. Und Stab des Frostbisses gefunden. Wert 198. Ein Kältestoß, der Gesundheit und Ausdauer 8 Schadenspunkte pro Sekunde zufügt. Okay. Oh, und ein Zauberbuch. Der König. Zweihändig verbessert auf 17. Na gut, hat sich gelohnt, hier vorbeizuschauen. Ging schnell, war eine kleine Action und hat uns ganz schön weitergebracht. Sehr schön. Konstant Fertigkeiten verbessern. So gefällt mir das. Und neue Orte entdecken. Okay. So, müsste der nächste Teil jetzt aber eigentlich die Höhle oder Ruine oder was auch immer sein, wo wir das Schwert des... Oh oh, ein Säbelzahntiger. Roten Atlas finden. Weiche von mir, Dämon! Ich glaube, die Axt wollte er nicht fressen. Aus säbelzahntiger Pelz ist auch nicht schlecht. Der hat sich da einfach mal random gesonnt und musste leider von mir umgebracht werden. Aber er hat tatsächlich mich angegriffen, also es war nur Notwehr.
An alle Tierschützer da draußen. An alle Türschützer. Alright. Lass mir hier umständlich den Berg runterkommen, ohne zu sterben. Die abgeschworenen Handschuhe sind voll komisch, weil es gar keine wirklichen Handschuhe sind. Also die Hände sind frei und das sind nur solche, keine Ahnung, wie sagt man, Manschetten? Was weiß ich. Also nur dieses am Handgelenk und nicht unterm Unterarm und nicht wirklich über der Hand. Aber egal. Solange es uns mehr Rüstung gibt, passt das. So, Moment mal, wo muss ich hin? Hier hoch muss ich. Oh, mein Fehler, ich hätte gar nicht wirklich den Berg runter müssen. Oh. Mist. Die haben mich wohl gesehen. Na, die schießen auch schon auf mich. Ich denke mal, das sind noch mehr Abgeschworene. Jupp. Wenig überraschend, muss ich sagen. Hier in dem Gebiet sind anscheinend nur Abgeschworene. Dieses Pack. So. Waren das die einzigen beiden? Sieht fast so aus. Okay, wir können jetzt da unten rein. Da unten ist schon Eingang, aber wir haben noch gar nichts entdeckt. Also ist das vielleicht nur einer von mehreren Eingängen. Ich schau jetzt nur mal kurz, was da steht. Rotadlerhöhle, ja genau, ja okay. Hm. Gehen wir trotzdem mal oben rein, weil wir wollen ja das Schwert haben. Und da wird uns die Markierung oben angezeigt. Hm. Oh oh. Oh oh. Oh, die mit zwei Waffen sind gefährlich. Wir müssen dann beide auch mal unsere Fähigkeitspunkte verteilen. Dann machen wir noch viel mehr Schaden, etc. Ach, waren das nur zwei? Ich dachte, es wären drei gewesen. Das waren auch drei. Zack. Nice, einer reingeschlagen mit der Axt. Sehr schön. So gefällt mir das. So, heilen wir uns mal schnell. Noch mehr Gegner. Meine Güte, wie viele sind hier? Jetzt habe ich unser ganzes Magiker aufgebraucht. Jetzt müssen wir leider nur mit Axt kämpfen. Wow! Ich sag's doch, die mit zwei Waffen machen echt viel Schaden. Ich glaube, ich esse sogar mal lieber was. Und nicht, dass mich der Bogenschütze jetzt hier gleich fertig macht. Zack. Puh. Ja, die Zaubertränke sollte man sich echt aufsparen, die sollte man nur im Notfall benutzen eigentlich. So habe ich das immer gemacht, weil die ja schon wertvoll sind. Theoretisch könnte man die auch alle verkaufen, aber naja gut, das wäre auch dämlich, weil dann, ja. Alles auf Geld ist auch too much, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, man sollte sie nur einsetzen, wenn sie wirklich braucht, gegen richtig starke Gegner, sonst lohnt es sich eigentlich nicht. Dann lieber essen oder eben probieren, sich irgendwie zu heilen. Oh oh. Ihr hättet nie herkommen. Oh, zum Glück habe ich die im Schlaf überrascht. Die ist nämlich ziemlich stark gewesen. Der habe ich gefühlt 5 Schläge gegeben und die... Oh, nein, ist Veränderung verbessert. Wie viel ist das Buch wert? 60, mit einem Gewicht. Sehr schön. Die hätte mich, glaube ich, fertig machen können. Ja, das war gut. Ah, wow, das ist ein richtig fettes Lager hier. Es sind richtig viele Gegner. Was war das? Oh, oh, Überraschungsangriff. Oh, das ist wieder einer mit zwei Waffen. Boah, Alter, die machen so viel Schaden, die mit den zwei Waffen. Das ist richtig krass. Ich warte jetzt einfach kurz hier auf die. Trick 17. Oh, oh, die steht immer noch da hinten, lol. Heilen wir uns mal schnell. Ein kleines wenig. Ein kleines wenig, ein kleines bisschen. Und jetzt, das müsste reichen. So. Auf sie mit Gebrüll! Und zack, zack. Sehr schön. Oh, oh, da ist noch einer. What the fuck? Es sind echt extrem viele. Ich loot jetzt hier mal schnell. Hoppala. Okay, nicht wirklich was für uns. Ich weiß, ich gebe manchmal aus Versehen so Trash auf, den werfe ich dann irgendwann weg, wenn wir ein volles Inventar haben. Beziehungsweise verkaufe ihn dann irgendwann.
Aua, der trifft sogar. Der ist gut. Willst du ein Bogenschützen-Battle? Ich glaube nicht. Du musst wissen, ich bin verdammt gut im Bogenschießen. Ich höre mein Level ab. So, dann würde ich sagen, erhöhen wir einmal Magika, weil das ist immer ziemlich schnell leer bei uns. Und dann werden wir wahrscheinlich auch zwei, dreimal Ausdauer erhöhen, tatsächlich. Und dann wahrscheinlich erstmal weiter Gesundheit. Okay. Gespaltene Türme und oh oh. Das ist ein abgeschworener Anführer. Aber wir haben tatsächlich schon mal ein Dornenherz getötet, meine ich. Oh, wow. Wow. Mein Ausholschlag, der hat gesessen. Zorn des Roten Adlers. Steckt das Ziel für 5 Schadenspunkte in Brand. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Cool, sieht cool aus. Aber ist leider... Schlüssel zum Rotadlerturm. Finde das Schwert des Roten Adlers, löse das Geheimnis vom Grab des Roten Adlers. Okay, gleich eine Folgequest bekommen. Okay. Ich dachte, man muss hier in den Dungeon. Entschuldigung übrigens. Aber das erklärt, warum hier auch so ultra viele Gegner waren. Und was ist das? Warum kann ich das nicht aufheben? Das ist seltsam. Aber gut, wir haben das Schwert des Roten Adlers und eine Truhe. 4 Dietriche, das sieht man sehr gerne. Stahlkriegsachs der Seelen. Stirbt das Ziel innerhalb von 3 Sekunden, führt es einen Seelenstein. Die ist ziemlich cool, mit der könnte man sozusagen farmen. Und was war das andere gerade? Orkisches Schwert der Absorption. Absorbiert 5 Gesundheitspunkte. Ich würde fast sagen, wir nehmen mal ein bisschen die Stahlkriegsachs der Seelen. Dann füllen wir ein paar unserer Seelensteine auf. Und die Legende des Roten Adlers. Okay. Könnten wir uns noch durchlesen? Na, wartet, wir nehmen es mal mit. Dann lesen wir uns das vielleicht irgendwann mal durch. Machen wir irgendwann mal so eine Lesestunde. So. Aber was ist mit diesem Buch? Warum kann ich das nicht aufheben? Sehr komisch. Na gut, dann gehen wir in den Rotadlerturm. Ah, das ist nochmal die Legende des Roten Adlers. Die findet man, glaube ich, öfter. Nicht nur bei der Quest, sondern überall. Hätte man dafür wirklich einen Schlüssel gebraucht? Ich glaube nicht. Okay. Eine Urne mit Gold. Ach, hier ist die. Hier kann man die Brücke aktivieren. Gehen wir gleich rüber. Und hier oben, was ist da noch? Wahrscheinlich gar nichts. Tatsächlich nichts, RIP. So, ich bezweifle, dass jetzt hier noch mehr Gegner sind. Das waren schon ganz schön viele. Ah, noch eine Truhe. Aufschließen Novize zum Glück, weil ich habe echt nicht viele Dietriche. Mehr Dietriche bitte. Ah, nein. Stahlkettenpanzerhemd. Haben wir leider nicht genug Platz. Können wir nicht mehr tragen, aber ist jetzt auch nicht so viel wert. Okay. Hier oben ist nichts mehr. Und was ist hier noch? Nur noch beschädigte Bücher und eine Urne, wo nichts drin ist. Speichern wir mal kurz schnell. Und dann ja, gehen wir ins Grab des Roten Adlers, würde ich sagen, da unten. Und dann könnten wir auch gleich die Quest weitermachen, die Folgequest. Das Geheimnis des Grab des Roten Adlers lösen. Oh, Freestyle hier runterklettern. Bandiosiker. So, jetzt muss man kurz gucken, wo das überhaupt ist mit dem Grab. Rebellengrab. Okay, das Geheimnis vom Grab des Roten Adlers wird nicht beim Grab des Roten Adlers gelöst, sondern beim Rebellengrab. Okay. Interessant. Gucken wir mal, was da unten noch so Schönes drin ist. Und da ist eine Truhe, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Und da ist eine aufgespickte Ziege, auch nicht schlecht. Oh Mann, wir brauchen unbedingt mehr Dietriche. Nein, Mist. So. Schon wieder erhöht. 5 Dietriche, ja, danke schön. Meine Gebete wurden erhört. So. Die Rotadlerhöhe. Höhle. Hier könnten jetzt wieder ein paar Gegner drin sein, die sich hier noch versteckt haben. Ist da jemand? Dachte ich mir schon fast. So. Kleiner Seelenstein ist groß genug. Kein Seelenstein ist groß genug. Was?
Das heißt, es bringt mir gar nichts. Weil ich keine Seelensteine habe, die so groß sind, um die Seelen zu finden. Da muss ich die Waffe wieder wechseln. Weil ihr seht, die Aufladung geht... Oh ja, die geht ganz schön runter. Wir haben schon fast die Hälfte verbraucht. Dann, never mind. Dann kommt die erstmal wieder weg. Und wir nehmen wieder unsere Geschworenen-Axt. So. Und jetzt schießt hier irgendjemand auf mich. Irgendjemand hat die Dreistigkeit, auf mich zu schießen, ne? Oh oh. Oh, der macht ganz schön viel Schaden. Nehmen wir mal kurz. Hoppala. Zaubertrank der kleinen Heilung. Nehmen wir mal schnell zwei. Und zack, 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 zack. Na gut, der hat nur einen Dolch zum Glück. Sehr schön. Okay. Ey, die mit ihren Fallen. Das ist unglaublich, ey. Das ist eigentlich so offensichtlich und ich sehe es immer nicht. Okay, hier liegen Waffen. Sieht nach einer ziemlich großen Höhle aus, tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht mal gedacht, dass sie so riesig ist. Weil die ja für die weitere Quest anscheinend nicht wirklich relevant ist. Können auch theoretisch mal das Rotadlerschwert tatsächlich ausrüsten. Mal gucken, wie das so aussieht. Zorn des roten Adlers. Oh. Wow, schon wieder, ey. Die mit ihren Fallen, wirklich diese Scheiße abgeschworenen. In der Hölle sollen sie schmoren, hört ihr das? Na gut. Aber das Schwert sieht richtig cool aus, macht aber leider nicht so viel Schaden. Aber wir können es tatsächlich mal ein bisschen benutzen. Steckt das Ziel für ein paar Sekunden in Brand. Zack, zack, zack. Und zack, zack. Oh, oh, oh. Wow. Das war tatsächlich sehr knapp. So knapp habe ich es ungern. Ja, die Gegner, die sind nicht ohne. Ich sag mal, in dem Anfangsbereich vor Level 10 ist man wahrscheinlich auch selten in der Nähe von Abgeschworenen. Da ist man eher noch bei den Banditen und so, weil die Abgeschworenen, wie gesagt, eigentlich die verstärkte Version von Banditen sind. Genau. Oh, Wiederherstellung tatsächlich sogar verbessert auf 22. Aber wir haben auch noch keine Fähigkeitspunkte verteilt, da fließt das auch noch mit rein. Dann würden wir eventuell mehr Schaden machen, weniger Schaden bekommen und sowas. Das haben wir jetzt halt noch gar nicht gemacht. Das ist natürlich auch ein Grund dafür, dass wir es nicht ganz so leicht haben. Aber ich werde noch ein bisschen warten. Aber ich denke mal, der Spielstil funktioniert eigentlich ganz gut bisher. Das heißt, wir können auch auf diesen Spielstil tatsächlich skillen. Die Stolperfalle habe ich zum ersten Mal gesehen tatsächlich. Ich bin jemand, ich achte mehr auf meine Umgebung. Also ich achte mehr auf das, was ich so hier sehe, als auf den Boden tatsächlich. So. Ich frage mich, was hier noch ist in dem Dungeon. Ah, wahrscheinlich nur noch ein paar Abgeschworene, denen ich den Chaos machen muss. Oder gar nichts. Ist das hier Himmelsrand? Tatsächlich. Da könnte sein, dass hier jetzt auch noch ein Lager ist, ein kleines oder so. Dachte ich mir schon fast. Rotadler-Schanze entdeckt. Zack. Wo sind wir denn? Ach, wir sind jetzt am Fuße des Gipfels quasi. Ah, man hätte von ganz unten reingehen können. Da hätte man sich durch den Dungeon quasi hochgearbeitet. Und dann wäre man oben unten rausgekommen. Und dann hätte man sich bis zum Turm hochgearbeitet. Wir haben es quasi in der falschen Reihenfolge gemacht. Ah, hier unten ist jetzt nämlich gar nichts mehr, sondern hier ist jetzt quasi das Grundlager von dem ganzen Ding. Und wir sind halt quasi von der falschen Seite gekommen, wenn man das so sagen kann. Verstehe, verstehe. Okay, na gut. Ich fürchte, wir müssen jetzt aber eh mal verkaufen gehen. Ja, wir haben 292 von 300. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück nach Weißlauf. Machen wir noch voll, nehmen wir noch irgendwas mit. Gewicht 2, Gewicht 6, perfekt. Und dann gehen wir mal fett verkaufen, weil wir brauchen auf jeden Fall noch ganz schön viel Geld, wenn wir dann endlich mal was Gutes finden. Aber ich finde es gut, wir haben jetzt hier drüben schon ein paar Gebiete entdeckt. Das heißt, wir haben hier den Westen schon ein bisschen erkundet und Osten haben wir hier auch schon was. Da ist noch die Truhe, da brauchen wir noch Dietriche dafür. Und genau, das heißt, wir haben schon mal überall was, außer ganz unten, ganz hinten im Südwesten, da haben wir leider nichts, genau. Achso, warte mal, ich gehe direkt nach Weißlauf, weil da sind wir direkt vor dem Schmied. Da verkaufen wir jetzt das meiste, was wir gedroppt haben. So. Aber es ist jetzt abends, da haben die wahrscheinlich zu, oder? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich.
Okay. Lass mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ein Brief vom Jarl. Bücher. Brief von Jarl Sittgeier aus Falkenring. Ansgar, erlaubt mir mich vorzustellen. Mein Name ist Sittgeier. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich sag Sittgeier. Und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von euren Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt des Tane von Falkenring interessieren könntet, sprecht bei eurem nächsten Besuch in Falkenring doch bitte mit mir. Neben der Ehre, die dieser Titel mit sich bringt, hat ein Tane außerdem Anrecht auf einen eigenen Huskarl. Und ganz unter uns, sollten sich eure Dienste für mich nützlich erweisen, könnte es durchaus sein, dass eine hervorragende Parzelle in Falkenring für euch frei wird und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleibe, ja, Sittgeier von Falkenring. Oh, sehr schön. Wir haben schon hohe Freunde, obwohl wir eigentlich noch gar nichts wirklich gemacht haben, aber warum nicht? Dann warten wir mal kurz und dann, wie gesagt, verkaufen wir. Das heißt, das könnten wir dann als nächstes theoretisch auch in Angriff nehmen, aber wie gesagt, wir werden dann erstmal wirklich mit der Story-Quest starten oder so richtig starten mit dem Ötschturz Hügelgrab und dann werden wir weitermachen. So, meine liebe Adriane. Ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt die hat noch nicht offen. Und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Die kannst du haben. Einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Okay, die verkauft mir irgendwie nichts. Gehen wir mal rein. Kennt ihr meinen Vater? Zu ihrem Vater. Willkommen. Ja. Oh, das ist gar nicht ihr Vater. Na, Moment. Schauen wir mal, was der so hat an Waffen. Jagdbogen des Frostes. 10 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Okay. Stahlstreitaxt der Müdigkeit verursacht 10 Punkte Ausdauerschaden, aber es ist eine Zweihandwaffe und sonst hat er nicht wirklich was. Dann schauen wir mal bei Rüstung. Nur schwere Rüstung. 40% Frostresistenz. Schwere Rüstung, Illusionszauber kosten 15% weniger Magika. Okay, was ist das? Ein Stahlhornhelm. Und dann noch sonstiges Dietrich hatte, den nehmen wir. Das erste Mal, dass wir es gekauft haben, für 6 Gold tatsächlich. Okay. Na gut, den Rest brauchen wir nicht. Okay, dann verkaufen wir mal. Wir haben eine abgeschwollene Rüstung zu verkaufen. Dann haben wir 2 Eisendolche, Eisenstiefel, Fellarmschienen, Fuchspelz. Das behalten wir mal. Ja, den können wir hier auch verkaufen. 2 da brauchen wir nicht. Orkisches Schwert brauchen wir nicht. Das Absorptionsschwert brauchen wir nicht. Pferdefell brauchen wir nicht. Schneebärenpelz brauchen wir nicht. Silberschwert, besonders wirkungsvoll gegen Untote. Könnten wir theoretisch mal aufheben. Das ist eins von der silbernen Hand. Das, hoppala, jetzt habe ich mir eine Stahlstreitaxt der Seen verkauft. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ehrlich gesagt, davon gibt es noch viele andere tatsächlich. Und würde ich tatsächlich sagen, ist jetzt nicht so schlimm. Naja. Ärgerlich ist trotzdem. Aber ist nicht so schlimm, weil davon gibt es noch mehr, die wahrscheinlich auch besser sind. Und die hat unsere Sehnsteine eh nicht gefüllt. Was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen wundert, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil sonstige Sehnsteine, wir haben doch eigentlich schon alle Sehnsteine, oder nicht? Ne, wir haben tatsächlich nur windige Sehnsteine. Okay. Ich dachte, wir hätten schon andere gefunden. Na gut. Aber wie gesagt, es wird nicht das, der Kurier steht hier immer noch. Nein, tut mir leid. Nichts. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe nichts getan. Okay. Ups. Erstmal die Waffe ziehen. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall raube ich jetzt erstmal hier diese Fässer auf. Und dann. Ah, zur Schmucktante müssen wir noch. Perfekt. Schmuckstücke, Krimskrams. So, was hat die noch? Ring der Gesundheit steigert die Gesundheit um 20 Punkte. 910 ist der Wert. Oh Mann. Das ist mir zu teuer, eindeutig. Der können wir. Das Amulett von Ständer. Ah nein, die hat nur 56 Gold. Oh Gott. Warum hat die denn nur so wenig Gold? Der können wir ja gar nichts verkaufen. Kupferdiadem mit Onyx können wir ja verkaufen. Und eine Silberhalskette. Jupp. Das war's, wow. Egal, wir haben ein bisschen Geld eingenommen, das passt und haben wieder ein bisschen Platz frei. Noch besser. Dann würde ich sagen, gehe ich schon mal vor das
beziehungsweise wir gehen schon mal in die Nähe des Rebellengrabes. Aber werden das jetzt nicht mehr machen in dieser Folge, sondern das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger noch dauern, hoffe ich zumindest. Und genau, dann nehmen wir das beim nächsten Mal in Angriff. Bis dahin, macht's gut rein, wir sehen uns und danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.